Willkommen zurück in Minecraft. Die Zeitlinien haben sich wieder entworren und die Gegenwarts-Terry ist jetzt wirklich die Gegenwarts-Terry und die Vergangenheits-Terry ist tatsächlich auch wieder in der Vergangenheit. Aber sie war fleißig. Sie hat ganz viele tolle Sachen zusammengetragen, die ich jetzt erstmal wegpacke. Und zwar dahin. So. Das kommt dahin und dahin und dann gehe ich eben die Saat noch benutzen, wenn da was zu benutzen ist. Ja. Ich bin ein bisschen nervös. Ich bin nervös, weil ich heute ganz sicher einen gewissen Zuschauer habe. Nämlich den Toddy, den ich auf Twitch kennengelernt habe. Der streamt dann nämlich Minecraft. Und er ist mega lustig. Und deshalb schaue ich mir den wahnsinnig gerne an. Ja, gib mir recht. Genau. Und da war bei einem Stream mal die Rede davon, dass sich die Leute alle irgendwie schon kennen. Auch wenn die neu dazustoßen, kennen die sich untereinander schon. Und ich meinte, da habe ich eine Geschichte zu erzählen. Und die möchte ich hier in diesem Video erzählen. Aber dazu brauche ich erst eine Aufgabe, wo ich nicht denken muss, sonst kann ich da gar nichts erzählen. Es ist nämlich so, ich habe mit einem Kumpel Phasmophobia gespielt und wir haben mit einem Pärchen zusammengespielt. Nach der, weiß nicht, zweiten, dritten Runde, man hat sich schon so ein bisschen kennengelernt, dachte ich mir, jetzt muss ich ihn mal fragen, ob er aus Bayern kommt, weil er einfach einen bayerischen Einschlag hatte in der Stimme. Ja, er kommt auch aus Bayern. Wo ich denn herkomme? Ja, aus der Nähe von München. Und er so, ja, er auch. Woher denn genau? Und ich meinte so, ja, ich komme aus. Das ist ein kleines Dorf in der Nähe von München. Und auf einmal ist er total still geworden. Aber seine Freundin hat losgelacht. Die hat sich gar nicht mehr eingekriegt. Wir haben schon gedacht so, hä, ist der jetzt ausgetimt oder warum ist er weg? Und nach ein, zwei Minuten, was ja eigentlich eine lange Zeit ist, habe ich gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und sie grölt halt nur so, ja, er kommt da auch her. Und dann meint er, ja, er wohnt in der Straße. Und dann bin ich sehr leise geworden. Und mein Freund hat dafür das Lachen angefangen. Hat sich herausgestellt, dass wir nur drei Häuser auseinander wohnen. Wir waren beide fix und fertig. Wir haben die Runde, die wir schon begonnen hatten, nur noch schweigend verbracht. Wir waren einfach so K.O. von diesen Facts. Ja, das ist meine Geschichte zu die Welt ist klein, auch im Internet. Das war, ja. Hat sich sehr eingeprägt. Und ich würde sagen, das war der lustigste Moment meiner Internetkarriere bisher. Weil, ja. Kommt man halt echt aus derselben Straße. Ja, ich bin jetzt auch schon. Wenn ich nur drüber nachdenke, ist eigentlich so. Ich meine. Wie wahrscheinlich ist das, Leute? Wie wahrscheinlich ist das? Ich frage mich ja, wo Toddy herkommt. Am Ende wohnt der die andere Richtung, drei Blöcke, drei Häuser weiter. Ja, ich weiß, im Moment bist du in Österreich. Gehen Sie, ich kaufe nichts.
So. Wenn ihr ihn mal besuchen wollt, verlinke ich mal seinen Twitch-Channel unten in der Beschreibung, wenn ich dran denke. Vielleicht. Also anschauen müsst ihr ihn auf jeden Fall mal. Ach ja, und an dieser Stelle dann auch noch ein paar ganz liebe Grüße an Toddy und seine Community, die das jetzt vielleicht anschauen. Vergangenheitsterry war hier ja gar nicht so unfleißig. Hat noch ein bisschen gebuddelt. Ich denke ja, dass der Raum so weit groß genug ist. Oder? Da fällt mir auf, ich werde damit ein Problem kriegen. Weil man das dann sieht. Nicht gut. Was habe ich hier anders sieht? Schaut weg, ich mach hier eine Reihe zu. Weil. Das mache ich dann so. Ja, so. Nee. Eben nicht. Ich bin schon zu weit, oder? Jetzt lass mich mal überlegen. Aber wenn ich hier Steinmauer hinmache, dann sieht man es definitiv nicht mehr. Also das passt. Und dann müsste ich hier. Produktiv nachdenken und reden geht einfach nicht zusammen. Das ist so. Mich würde jetzt interessieren, woran das liegt. Denn andere Sachen kann man ja zum Beispiel sehr gut nebeneinander machen. Alles, was durch Gewohnheiten gesteuert wird, kann man gut nebenher machen, weil da das Gehirn nicht mehr viel leisten muss. Wie zum Beispiel atmen. Solltet ihr es im Hintergrund grummeln hören, das liegt daran, dass es schon wieder gewittert. Gestern Abend hat es schon heftig gewittert, heute Abend will es wieder gewittern. Ich mag ja Gewitter, also ich habe nichts dagegen, nur kann halt laut werden. Bin jetzt gerade am Überlegen. Ich muss zuerst die Wände hochziehen, damit ich den Platz so fühlen kann. Na? Wenn er nicht explodieren könnte, würde ich ja das hier machen. Hallo Creeper. Geht's Ihnen gut? Normalerweise mobben mich die Creeper. Diesmal kann ich mal einen Creeper mobben. Ja, ich müsste jetzt an dir vorbei, ne? Oh, es leckt! Schade. Oh, hoffentlich sehen meine Vögel oben noch. Oder? Alle noch da? Ein Ei? Ja. Und noch ein Ei. Okay. Zurück. Ja. Moment. Der ist ja dann hier gespawnt. Moment. Der müsste dann hier gespawnt sein. Also hier drin kann er nicht spawnen. Hier ist Licht. Er kann nicht hier drin gespawnt sein. Oh. Was ist das für ein Betrug? Zwei? Warum habe ich... Ah. Was ist das für ein... Wie? Der... Nein. Wo kann der hier gespawnt sein?
Ich meine, es ist hier doch echt mega ausgeleuchtet. Also hier drin. Oh, hier drin ist tatsächlich ganz dunkel, sehe ich. Ich habe hier drin gar nicht ausgeleuchtet. Da, oh, und dann habe ich ja bisher richtig Glück gehabt. So. Lalala. Was wollte ich? Ich wollte, das hier wollte ich. So schnell ist man wieder raus aus der Nummer. Ich hatte mir gedacht. Ach, es ist eigentlich gar nicht so klein. Ich hatte mir gedacht, den automatischen Ofen vielleicht hierher zu packen. Ich muss jetzt mal schnell was nachschauen. Ich habe vielleicht noch eine viel bessere Idee. Und zwar, ich habe hier doch meine Grabbelkiste. Moment, bevor wieder was passiert soll. Ich habe hier meine Grabbelkiste, die sehr voll ist. Die müsste ich vielleicht vorher leeren. Grünzeug. Na, weg. Einfach mal weg. Ist jetzt oben die linke Seite oder unten die linke Seite? Wir finden es heraus. Okay, alles mal rein, 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 rein. Und da war Schluss. Und zwar. Nee, es wird dann die Kiste werden. Ich hätte die mit meinem Keller verbunden. Das heißt, alle Sachen, die weggebrutzelt gehören, die dann halt später in den Keller einsortiert gehören, kann ich dann in die Kiste packen. Das wird dann gleich weggeschlurpt. Und in die andere pa kann ich dann die Sachen packen, die ich halt hier irgendwo wegsortieren muss. Also entweder da oder Küche oder so. So. Dann habe ich halt echt keinen Platz mehr, weil ich eigentlich die Sachen mal. Oh. So. Ach, passt immer noch nicht rein. Na komm schon. So, lala. Hier nochmal alles in die andere Kiste rum. Irgendwas, irgendwie, das wird hier eng, wird das hier. So. Das packe ich noch hier hin. Die Kiste brauche ich eh noch. So. Oder? Dann müsste ich mich jetzt aber eben runterbuddeln. No! No!
La 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 la. Hier eigentlich nicht, hatte ich nicht. Das war doch jetzt ganz klar. Vorhin habe ich noch gesagt, meine Spitzhacke ist gleich kaputt. Oh, das ist, glaube ich, schon zu tief. Genau. Dann würde das hier rauskommen. Für den automatischen Ofen brauche ich nur eine Dreierbreite. Passt die Höhe? Ich muss. Habt ihr gesehen, das ist schon auf mich zugehoppelt gekommen? Ja, schnell ins Bett. Dann brauche ich Trichter. Wie viele Eisen habe ich noch? 25. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Was machen wir dann? Dann. Bumpel, ja. Dann. Gar nicht so einfach. Was machen wir denn dann? Ja, Mo, was macht man nu? Also, was ich hier unten auf jeden Fall brauche, sind zwei Workbenches. Warum zwei? Weil wegen faul. Dann würde ich hier den automatischen Ofen könnte ich eigentlich direkt schon mal reinschmeißen. Reinbauen, reinzimmern, einklöppeln. Das war falsch. Das ist falsch. Ist das falsch? Stellen wir mal hier hin. Okay, ich brauche dazu 2, 4, mindestens 5 Kisten. Dann brauche ich. Wo will ich den Output haben? Ich will den Output hier haben. Dann kommt hier der Ofen hin. Dann kommt das hier hin und dann habe ich hier oben schon ein Problem. Brauche ich nämlich Treppen. Dann müsste ich noch welche haben, oder? Slabs genau. Ja. Zwitscher, zwitscher. Da. Ach komm, ich nehme alles mit. Ja. Und dann machen wir es so zu, denn wenn ich dann das hier mache, kann man hier trotzdem aufmachen. Und hier kommt der Ofen im Moment. So viel habe ich auch. Lalalala. Jetzt brauche ich nur noch Trichter. Das hätte ich dann noch so gemacht. Hätte ich das so gemacht? Ja. Doch, doch. Doch, 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 doch. Dann brauche ich natürlich noch ganz viele Laternen hier drin. Die ich auch nicht machen kann, weil ich ja kaum noch Eisen habe.
Ich habe aber eigentlich so überhaupt gar keinen Bock, jetzt meinen zu gehen. Ach, gehen wir auf Nummer sicher so. Ach, da wollte ich. Da wollte ich das so machen. Ja, komm. Nein, ich wollte doch weiter craften, so. Also, dann würde ich da, wo es rauskommt, eigentlich gerne Doppelkiste haben. Und hier würde ich dann noch mal so einen Pfeiler hinpacken. Hatte ich nicht gesagt, ich will irgendwo runterkraxeln können? Da. Das ist direkt vor der Treppe, oder? Wenn es hier gewesen wäre, hätte es eigentlich gut gepasst, aber. Na. Nee. 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 Mache ich nicht. Okay. Ich brauche noch etwas Holz. Brauche ich sogar ganz viel Holz. Ich habe es gerade gemerkt, dass ich da aus Versehen einen Doppelklick gemacht habe. Dann brauche ich noch ein paar Kisten und dann lasst mir mal überlegen, wie viel Platz werde ich da. Ich meine, so viel Platz habe ich da unten nicht. Also sollte ich vielleicht doch schauen, dass ich sparsam mit meinem Platz umgehe. So. Das jetzt ausnahmsweise mal alles weg. Ich würde das so gern hier und dann packe ich die Samen hier rein. Das muss auch mal sortiert werden, das geht gar nicht. Dann hätte ich nämlich hier mal den Pfeiler hingemacht und hier hätte ich Draw hingemacht. Dann kommt hier da die Mauer noch. Ja, ich lasse es jetzt einfach mal so. Gut, was ich aber auf jeden Fall noch machen wollte, war das Beet hier. Denn so schön, wie es im Moment aussieht, ist das sehr unpraktisch. Da bin ich jetzt am Überlegen, ob ich hier ein kleines Stück Mauer mache, aber dann wäre es hier halt schon sehr steril, sage ich jetzt mal. Oder? Ich meine, ich habe halt nicht viel Breite, weil es hier auch schon wieder nach unten geht. Ich brauche also auf jeden Fall mal Erde. Also, bis hierher könnte ich zumachen, das stört nicht. So. Ja, nein, so nicht. Lieber so. Und hier so. So.
bis hierher gehen. Oder kann man das machen? Sieht halt jetzt sehr künstlich aus. Sehr gefährlich, wenn ich da irgendwann mal runtersegel. Ich meine, ich habe hier ja eigentlich einen natürlichen Sichtschutz. Hier machen, weil es schlicht und ergreifend überhaupt niemanden stört. Okay, ist noch nicht die perfekte Lösung, aber wir nähern uns an. Ja, es wird schon wieder Nacht und die lachenden Augen und so, ihr wisst es ja. Ich war jetzt auch gerade voll konzentriert aufs Erde setzen. Das hat mich gerade richtig beruhigt schon. Nein. Nein. Hier fehlen auch noch Blumen und irgendwie bin ich mit der Laterne da hinten doch noch nicht so ganz zufrieden. Und außerdem wollte ich hier noch was hinbauen und. Oh ja. Ja. Also, das hier müsste weg. Dann müsste das mindestens so sein. Ich könnte natürlich auch so eine kleine Wildnis hinbasteln. Ein Specht. Ist er jetzt ein Specht oder hört sich das nur nach einem an? Na, Spechtilein, wo bist du? Apropos Spechtilein, ich wollte eine Voliere bauen und weiß noch nicht wo. Und eigentlich muss sie richtig groß werden, damit da alle Vögel reinpassen, aber dann wird das Ding größer als mein Haus, was ja irgendwie auch wieder albern ist. Diese Geräusche. Jetzt ist die Frage, ob ich das so will. Ich glaube, ich will es lieber so, damit hier sicher zu ist. Was tue ich nur, wenn ich hier Treppen hinmache, stoße ich den Kopf am Lauf an. Ich will ja eigentlich nicht zu viel terraformen. Man muss es ja nicht übertreiben.
Dann würde der Weg hier so einen Schlenker machen. Hier so an die gerade Stelle. Und dann würde ich hier eine Brücke machen. Ja, genau. Mache ich hier zu? Ich mache, was mache ich denn hier? Lalala, da geht's abwärts, abwärts geht's. Dann komme ich nicht mehr raus. Sehr gut. Da wäre ein bisschen Eisen. Und da wäre ein dummer fetter Schlingel. Da wäre Dunkelheit. Und da wäre Neugier. Da wäre noch mehr Eisen. Noch mehr Eisen. Oho. Mein Bärchen ist wieder da. Yoshi, das geht nicht. Du kommst immer an, wenn Aufnahme ist. Dann so. Ja. Und dann wäre ich draußen. Dann könnte man, wenn hier dann die Treppe ist, also irgendwann mal, nicht jetzt, dann würde ich nämlich. Hier so zumachen. Dann ist nämlich mit runterfallen Schicht im Schacht. Also Schicht im Schacht. Aha. So möchte ich das. Dann kann ich hier noch den hier machen und dann sieht es zwar immer noch künstlich aus, aber schon mal ein bisschen praktischer. Und hier mache ich dann die hier. Dann würde ich das Feld ja, ich werde es dann hochholen, oder? Dazu müsste ich jetzt hier mal eben Kahlschlag machen. Da packe ich mal die ganzen anderen Sachen weg. Ach du olle Lecksau. Schuhu, schuhu. Ja, da brauche ich dann natürlich zum Auffüllen. Hirn, 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 Hirn. Ja. Hast ja völlig recht. Ich hätte die Erde nicht wegpacken brauchen.
glaube, ich möchte das dann so haben. Oder? Jetzt passt mal auf. Bis hierher würde ich mal sagen. Dann bräuchte ich das so. Jawohl. Die Krähen warten schon. Dann würde ich das so machen, dann sieht es an. Ja. Dann kommt Trick 15. Denn an der Seite will ich dann nicht nochmal rumdoktern müssen, von wegen Wand irgendwie begrünen oder so. Und schon war die Idee, die ich hatte, wieder weg. Weil ich ein Hirnwürstel bin. Weil ich ein Hirnwürstel bin. Also hier ziehe ich durch, weil man hier die Mauer ja eh nicht sehen wird. Aber auf der Seite wollte ich das eigentlich anders machen. Nämlich. Dass ein bisschen Tiefe und Abwechslung drin ist. So ist gut. Mache ich hier eine Steintreppe hin oder eine Holztreppe? Ich glaube, ich mache hier eine Holztreppe hin. Ja, schon. Ich mag meine Vögel. Oh, ob 14 überhaupt reichen? Wage ich zu bezweifeln. Fehlt nur noch der Schaubel. Baum komme ich schon mal durch. Sehr schön. Okay. Dann brauche ich eben, das mache ich vielleicht lieber mit Kobbel, eine Beetbegrenzung. Wenn ich schon mal hier bin, nehme ich doch gleich mal die Hacke mit. Jetzt möchte ich es doch noch ein bisschen weiter haben. Bis hier. Dann würde ich hier nämlich eine Mauer ziehen. Muss ans Wasser denken. Und ich muss dran denken, dass hier noch eine Treppe runtergeht. Na, schau mal. Ich war das nicht. Was ist da gerade gestorben? Das war nicht ich. Mach mir halt Angst, du blödes Spiel, du blödes. Weißt du was? Weißt du was?
wir ziehen jetzt hier einfach auch noch mal eine Wand. Und dann ist hier nämlich zu. Genau. So machen wir das. Aber ich möchte das hier alles ein bisschen geordnet haben. Jetzt brauche ich auf jeden Fall nochmal so Slabs und Wände. Die hier. Achso, die Vögel oben. Ich wollte gerade sagen, warum ploppt hier was? Ich habe doch gar keine Hühner. Reicht mir das? Ah, vielleicht doch lieber noch ein bisschen was. So, da la. Schauen wir mal. Da habe ich jetzt 3 und hier habe ich 3 und dann gehe. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich befürchte, der Baum muss weg. Was habe ich da gerade bekommen? Na, egal. Erde. Finde den Fehler. Ich wollte das so machen, dass hier 4 sind und hier 4. Genau, so wollte ich das. Und dann muss ich das hier abbauen, sonst decayt das nicht. Okay. Okay, okay, okay. Also, dass die Mauer sich da hinten mit dem Baum verbindet, ist doof, aber nicht zu ändern. Und dann hätte ich hier nämlich einen Weg reingemacht. So. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na toll. Ich muss ja noch wegen der Bewässerung schauen. Mir bringt das Feld ja nichts, wenn da kein Wasser ist. Jetzt passt mal auf. Lass mal Tante Terry machen. Die wird das jetzt gleich ganz raffinös lösen. So, dann. Ach ja, was jetzt wieder gehen müsste. Na? Komm schon. Hallo? Naja, du machst das spannend, Minecraft. Ich sehe schon. Das geht nicht, oder? Nein, ich kann nicht durchgreifen. Ich muss da mal durchgreifen mit dem Netherportal.
Dann hole ich mir noch schnell Wasser, bevor ich es vergesse. Und vorne werde ich gar nichts machen, da werde ich nur oben eine Slab hin machen. Das verdrängt das Wasser nicht, das passt so. Ich weiß das. Ja. Und dann. So. Und. Nein, ich glaube, ich lasse es so niedrig. Ich lasse es jetzt erstmal so. Ihr werdet gleich sehen, was ich mit dem Wasser vorhabe. Das sind hier genau acht Blöcke und das hat ja einen Radius von 4. Das heißt, das geht schon mal bis hier und bis hier und die anderen machen die anderen Felder. Also das wird alles bewässert hier. Wow, Minecraft. Ich glaube, das ist jetzt schon mehr Feld, als es vorher war, oder? Und jetzt kann ich hier nämlich noch was ganz Raffinöses machen. Ich will aber tatsächlich. Ich mache das so. Ich glaube, ich brauche da auch nicht so viel von. Hier einmal Kürbis und einmal Melone hin. Dann spawnen die hier. Ich hoffe, dass sie hier auf der Seite generiert werden und nicht hier, aber. Und dann wollte ich noch, habe ich nicht dabei. Schuhu. Das würde ich jetzt erstmal hier drin lassen. Das ist ja irgendwie ganz gut aufgehoben. Somit wäre das schon nicht mehr sortiert da unten drin, aber was soll's? Es ist ja immer irgendwas. Nee, hier nicht. Hier kommt was anderes hin. So, dann kann nämlich von außen auch nichts hier drauf springen. Ich meine, ich kann dann auch nicht nach draußen springen, aber ich werde es überleben. Und hier würde ich dann noch mal so eine Laterne wie die hier machen, dachte ich mir. Ob ich da sowas machen soll? Ja, komm. Und hier, ach ja, hier, ja, da wollte ich. Ich wollte ja so vieles machen. Zum Beispiel brauche ich hiervon was. Ja, chill. Ins Bounty Board könnte ich auch mal wieder schauen. Ah, ja, so viele Sachen, so viele Möglichkeiten. Ah, da brauche ich Eisen. Lass mich überlegen. Ich will so vieles machen. Ich kann mir jetzt nämlich einen richtig schicken Brunnen direkt vors Haus zimmern. Ist das nicht cool? Das sieht richtig fancy aus. Weg damit. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Man kriegt ein 11 Emeralds.
11 Emeralds und 33. Ja, die Melonen brauche ich aber inzwischen nicht mehr. Golden Apple habe ich nur einen. Okay, hat sich erledigt. Beetroot habe ich nicht. Für Brot möchte ich es auch nicht machen. 27 Glistering Melon. Emerald Redstone Upgrade. Ich weiß nicht, was das Redstone Upgrade ist. Das muss ich, glaube ich, mal nachschauen. Nö. Bunter was? Emeralds. Ah, ich habe leider keine Kohle. Also nicht so viel. Schiers. Yellow Wool. Wahnsinn. Nein. Ich will keine Skelette töten. Danke. Weiße Wolle und pinke Wolle. Ja, komm. Green Dye habe ich nicht. Orange Bag. Orange Bag. Ein Decree. White Banner 4. Das kann ich. Das kann ich. Okay. Also, was war das jetzt nochmal? Zweimal White Dye und drei Pink Wool für ein Banner Pattern. Ach komm. Ist doch auch Quatsch. Ich brauche hier irgendwie, glaube ich, mal einen Mülleimer. Pui, 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 pui. Pui, 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 pui. So, was brauche ich jetzt? Orange Bad. Okay. Man kann bereits gefärbte Wolle nicht mehr umfärben, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6 fürs Bett. Und dann White Banner. 4 mal 6 sind 24. Und damit wäre die Wolle weg. Mir Orange. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, das war hier. Da habe ich schon alle voll, ne? Cartography, Farming, Tinkering. Und hier habe ich Shepherding. Na, bin ich ja gespannt, was hier rauskommt. Toolsmithing. Any Dye, Raw Mutton. Okay, aber finde ich jetzt eigentlich cool. Ich kriege das langsam voll mit den Decrees. Sehr gut, sehr gut. Dann wird jetzt das Feld bestückt. Ich will davon, davon, davon. Ah, davon. Was will ich denn noch drin haben? Was haben wir hier? Elderberry. Hatte ich nicht. Ich hatte Grapes. Soll ich mir die. Ich mache eine Reihe mit grünen, eine mit roten Trauben. Dann Tomatensalat, Reis. Ich mache einmal Reis und Baumwolle. Jetzt schaue ich mal, wie weit ich damit komme. Reis sinnvoll, mache ich das hier. Ah, ja, komm. Das waren Erdbeeren, die werden rot. Dann machen wir grün und lila.
Davon werde ich ein bisschen mehr brauchen. Ich glaube, da mache ich hier zwei rein und tatsächlich hier nochmal zwei rein. Na, und dann wollte ich noch Kartoffies. Da mache ich mindestens die drei rein hier voll. So. Und dann zeige ich euch, was ich hier hin machen wollte. Ja, ihr wisst das jetzt schon, oder? Geht noch schöner. Vielleicht, ob ich da einen Armor-Stand machen soll. Mache ich irgendwann mal. Wenn ich einen Pisten habe, dann schiebe ich den Armor-Stand da rein. Ja. Oh, ich kann das Dorf von hier aus sogar sehen. Toll. Ich gehe mal eben Weizen ernten. Ach, und wenn ich schon mal hier bin, gehe ich auch hier noch eben. Blub, 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 blub. Damit da mal was weitergeht. Denn ich will ja eigentlich meine Öfen mit Seetang befeuern. Brauche ich aber viel, viel, viel Seetang dafür. Ich denke, das reicht vorerst. Dann wollte ich eigentlich Weizen ernten. Ah, 2 Meter und ich weiß nicht mehr, worum es ging. Ich muss die Weizenblöcke, ich muss den Weizen wirklich abbauen und nicht mit rechts ernten, weil er mir sonst keine Samenkörner gibt. Und dann kann ich ja nicht weiter anpflanzen, das ist voll doof. Jo, aber es ist jetzt schon richtig viel. Ich glaube, der Samen reicht mir jetzt tatsächlich auch schon. Kann ich vielleicht doch so durchgehen? Ja, ich habe noch gar nicht so viel gepflügt, dass ich das anbauen kann. ich weiß, es wird dunkel. Ich weiß. Nur noch schnell das zu Ende bringen. Und ganz schnell nach Hause. Ist dann später für die Vögel gut. Wenn jetzt hier eine Treppe wäre, würde es schneller gehen. Türen zu. Ich bin raus. Oh ja, schon sehr viel.
meinen automatischen Ofen noch nicht. Ich kann ihn noch nicht benutzen, weil ich da ja noch keine Trichter habe. Also wieder zurück. So, noch schnell geschlafen. Und dann überlasse ich euch der Zukunft, Terry. Ich wünsche euch wie immer noch einen ganz tollen Tag und bis bald. Bye bye.